Ich habe das Gefühl, wir brauchen die Heilung. Auf jeden Fall verschwenden und sollten wir es auch nicht. Spätestens beim Endbosskampf werden wir dankbar sein, Heilung zu haben. Und diese Aufbautinte kommt mir doch sehr bekannt vor. Mal rein. Ach Scheiße, du kannst rein. Wie komme ich hier raus? Ach Scheiße. Kann ich da irgendwie weglocken? So verschwinden, wenn ich den nicht besiegen kann. Jetzt steht er da am Weg. Ständige Substanz. Sag mal, wie komme ich hier weiter? Keine Munition verschwenden. Verdammt, Mann. Wo sind wir hier? Im Ostteil. Zum Wohnplatz. Das heißt, wir müssen hier lang. Und da geht es aber nicht weiter. Ich muss hoffentlich auf die Bubbles schießen, damit wir weiterkommen. Da müssen wir nicht lang. Sieht aber auch keinen anderen Weg. Bist dich. Komm ich hier irgendwo lang? Wir waren aber auch schon. Verdammt! Aber die Jungs sind von der Bockwurst. Irgendwo rein immer. Na toll.
Aha. Okay. Hochklettern. Windmühle. Einmal speichern bitte. Okay, wo geht's hin? Runter in den Schacht. Sehr tief runter. Da haben wir doch wieder einen. Weg zu bewältigen. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Dann hier entlang. Mr. Moreau. Dann war ich hier. Aha. Die berühmte Szene. Nimm's dir. Da steht's. Hau ab. Du hast das Ding, hau ab. Mutter Miranda, ich würde alles, alles komm, für dich tun. Hau einfach ab. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist hau nicht einfach ab, Dummkopf. Hm? Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter, geh doch einfach. Ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte! Wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte! Das ist so lustig. Du bist dumm! Du redest zu viel! Das war's! Der Eingang ist dicht! Was soll das? Das ist mein Revier und ich lass dich nicht gehen. Ach man, Ethan. Meine Fresse. Psycho. Du hättest es einfach nehmen können und abhauen können. Nein. Rappiger kleiner Sieg, du. Überlass es dir nicht. Selbst wenn du bettelst. Wie komme ich hier raus? Bisschen draußen. Und nun? Bootsschlüssel. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine.
Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Eine Mine? So zum. Dann wollen wir doch nicht wieder zurück, oder? Als ob wir jetzt zurück in die Mine müssen. Das Boot. Da haben wir wenig Möglichkeiten. Gott verdammt, als ob das jetzt. Sieht zerbrechlich aus. Ist auf allen Ernstes. Wir gehen wirklich in die Mine zurück. Waren wir schon draußen? Wie unsinnig ist das? Schlüssel. Der Bootsschlüssel. Eine Sniper, bestimmt eine gute Idee. Der Bootsschlüssel, jetzt müssen wir nur noch hier rauskommen. Ein Schuss noch, kommen wir hier raus. Wie sind wir reingekommen?
so schnell wieder raus. Und weg mit dem Boot. Das kann auch nicht so schwer sein, um ein Boot abzuholen. Das Teil. Hier gibt's was zu holen. Nein. Und die besiegen wir jetzt mal wo? Ich meine, den Flamkon hätten wir. Ach du Heiliger! Das ist ein großer Fisch. Und besiegen wollen wir ja trotzdem. Wenn möglich. Aha, was wird hier beleuchtet? Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Was ist das jetzt? Halt still, verdammt! Ethan! Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Du bist Redfield. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Definitiv mit dem Pilz war. Was habt ihr bisher erreicht? Ich habe zwei von denen getötet. Und der dritte steht direkt vor mir. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Die Sache, in der ich bis zum Schultertief drin stecke. Weil meine Tochter drin ist. Es wird etwas mit dem los. Meine Fresse. Raushalten. Shit, bleib weg! Wie viele Leute hast du getötet, Chris? Ich habe zwei von denen getötet. Der Ausgang ist geflutet. Steht da. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Boah, was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr. Der mutiert gleich zu was ganz Großem. Erschießen jetzt. Mutter, warum? Warum? Ja, sag ich doch. Jetzt haben wir den richtigen Boss hier. Richtig am Arsch.
Wo ist der hin? Verdammt, was jetzt? Moros Klinik. Geflutet, hat er gesagt. Wenn ich das Wasser ablasse, ist kein Strom. Das war ja klar. Betriebsanweisung Stausee Pförtnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasser ein Lebewesen schaden. Zur Rückkehr sollten daher auch folgenderweise überschüssige Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens setzen sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Zweitens bedienen sie den Hebel im Pförtnerhaus, um das Scheunentor zu öffnen. Aha. Windmühlen. Ach, Hallöchen. Oh ja. Was treibst du denn hier schon wieder? Die Waffe, die wir ausgerüstet haben. Da muss man gucken, dass da. Danke für deine Treue! Die vollautomatische Pistole, die will ich eigentlich ausrüsten. M1911. Du möchtest etwas kaufen? Kraft für die Pistole, das ist schon überlass sehr das mir. Sinnvoll. Können wir hier noch was? Natürlich nicht. Sieh es als Investition, Ethan. Etwas. Davon brauchen wir was. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Ich habe was zu verkaufen. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Aha. Nicht, weil du es brauchen kannst. Okay. Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße. Flinte. Aha. Auf Wiedersehen. Da haben wir noch ein paar Schuss. Da nicht mehr so viel. So, Windmühle sollen wir. Die Windmühle in Gang treiben. Sind wir hier wohl leider richtig? Ein bisschen Geld. Das war klar. Echt jetzt? Das hat ja sehr viel gemacht. Was fehlt. Ja, und was anderes, was wir reinstecken können.
Halskette-Foto. Ne, müssen wir wahrscheinlich noch finden. Stabileres Holz hier. Da wird es doch hier irgendwo ein stabileres Holz geben. Was wir als Stiel benutzen können. Guck mal beim Treibgut nach. Ist bestimmt gar kein morsches Holz drin. Stone-Munition nehme ich gern. Bist du nicht zu futtern? Die Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir den hier besiegt kriegen. Munition herstellen. Den sollen wir, glaube ich, hier noch nicht kriegen. Ich spare mir mal die Munition ein bisschen. Hier weiter. Da drüben. Ach Scheiße! Ich hab gesehen, wo ich schießen muss. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Gott sei Dank gibt's Save Points. Wertvolle Autosaves. Sollen wir den hier schon erschießen? Bezweifle es stark. Willst du nicht zu futtern? Auf und runter! Ach du Kacke. Ist jetzt ein riesiger Fisch. Den anderen Wagen zum Unterschieben. Widerlich. Na komm.